Nächste Station, Witzingen. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ausstieg links. Yo Leute, es ist wieder soweit. Es gibt extra ein neuer Vlog. Und zwar, ich bin jetzt gerade hier im schönen Witzingen und ich warte jetzt auf ein paar Kollegen und dann geht's los, der Vlog, auf jeden Fall, Leute. Ich bin jetzt hier in Witzingen und warte jetzt hier, bis die Leute kommen und dann mal schauen, was wir machen. Ich werde das auf jeden Fall festhalten und dann sehen wir weiter. Bis dann, tschüss. Und jetzt trotzdem kann man doch mit den anderen durchschreiben. Ja? Guck mal, was für eine scheiß Baustelle hier ist, Mann. Direkt hier am Bahnhof, das geht überhaupt gar nicht, Mann. So, folgendes Problem hat sich jetzt ereignet. Ja? Und zwar, wir wollten bei Subway pissen gehen, also aufs Klo gehen. Und das Problem war jetzt tatsächlich, dass sie uns nicht gehen lassen wollten. Jetzt versuchen wir dort in den nahegelegenen Center auf die Toilette zu gehen. Der Onkel hier neben mir muss auf jeden Fall dringend auf die Toilette. Und jetzt werden wir mal sehen, wie das jetzt weiterläuft. Und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und es wird bestimmt heute ein geiler Tag. Oder Herr Onkel nach. Der läuft neben mir her, voll Stier mit seiner kaputten Hand. Egal. Wir sind gerade hier in Edeka, auch in Witzingen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir was zu trinken kriegen. Und genau, mal schauen, was da ist. Als krasse Welt. Und zwar hier Rap News und hier fett in Stuttgart am Dinger am Rosensteinpark in der Nähe. Guck mal, ist doch ein geiles Wetter heute. Leute, seid mal ehrlich. Ist es nicht schön? Sache habe ich hier für euch. Alge. Knossi. Ja. Von Herr Knossi Nolalala. Knossala Nolala. Einmal hier richtig schön Alge. Falls du das siehst, Knossi. Ich hab's geholt. Davids krasse Welt hat's geholt. Warum soll ich's nicht holen? Schön Cranberry mit Alkohol, ja? Schönes Teil hier, schön. Ich verlinke euch auf jeden Fall diese rote, schöne Blöße unter diesem Video. Kein Problem. Und wir haben natürlich Herzogs Geißele. Wir bringen natürlich nicht nur eins ins Spiel, sondern gleich zwei, meine Damen und Herren. Gleich mal zwei. Ich finde es hier echt geil, diese Farbe hier ist richtig schön. Hier ist ein richtig schöner Aufbepper drauf. Also wirklich richtig schön verfeinert. Und natürlich Maracuja. Hier, Alter, geben wir mal ein. Hier, Hashtag Alge Maracuja. Selbstverständlich wird das auch hier im Video verlinkt. Ist ja gar kein Problem. Und das werden wir hier und jetzt auf jeden Fall auch erproben. Das werde ich euch natürlich selbstverständlich auch verlinken mit dem Hashtag. Wo ist Hashtag? Eige, 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 Eige. Das werden wir hier natürlich auch verkosten. Seid gespannt und bleibt dran. Für welche Sorte tust du dich entscheiden? Dein Statement jetzt. Ich entscheide mich für Cranberry. Also ich... Was die Ehre haben. Möchtest du kurz ein Statement abgeben zu deinem Alkoholkonsum? Nee, das ist zu hart. Okay. Dann werden wir dich jetzt hier richtig schön... Kameraprobleme. Okay, jetzt darfst du schön dir den Guss gießen. Richtig schön. Okay. Was ist das? Statement. Schmeckt sehr gut, aber ist ein bisschen nicht süß, sondern ein bisschen säuerlich. Kannst du mir die Kamera nicht in die Fresse halten, danke. Aber empfehlend, ja komm. Ja. Ich empfehle es weiter. Alles klar. Jo Leute, alle, der Dicke kommt zum Schluss. Natürlich mit der Alge. Und jetzt direkt. Das hier ist auch am Start. Sie probiert auch das Gelbe. Maracuja, wollte ich gerade sagen. So, Statement, bevor du es trinkst. Hashtag Alge Maracuja, ja. Analcuja, bitte. Analcuja. Dankeschön. Ihr könnt auch alle Knöße dabei verlinken. Jetzt trinkt das gute Stück. Oh.
Was verziehst du denn so die... Okay, es ist jetzt nicht meins, aber da finde ich das Rote besser. Okay, Ossi, danke für dein Statement. Ich küsse dein Auge. Ist natürlich hier, direkt am Neckar. Ich mache einen Geschmackstest. Also die Anacuja riecht erstmal wie, als hätte die Spülmittel drin sind. Aber ich probiere es jetzt. Es schmeckt sehr süßlich. Schön in den Becher. Wörtlich wie Bärensen. Also mein Statement schmeckt wie Bärensen, aber probiert es gerne aus. Ah ja, was ich noch sagen wollte, bleibt auf jeden Fall dran, weil wir haben noch eine Flasche, und zwar die Originale. Und da habe ich nämlich noch was zu sagen. Nur noch eine Alge ist da. Wir fangen wie immer an, wie in den letzten zwei Runden, mit Yassi. So Yassi, du bist sozusagen unser Mannsweib. Du darfst zuerst die Alge probieren. Alge Limette. Die originale Alge Limette. Hashtag Limette. Was ist dein Statement dazu? Was hast du uns zu sagen? Probier es einfach mal, oder? Bitte was? Wir haben es nicht verstanden. Ich probiere es jetzt einfach mal. Alles klaro. Wir sind sehr gespannt, was du uns zu mitteilen hast, Frau Jasmin. Das riecht sehr nach Limette. Was hast du zu sagen? Es riecht sehr nach Limette. Noch einmal bitte? Es riecht sehr nach Limette. Rein mit dem grünen Zeug. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich das Gesicht jetzt wieder verziehe, dann wisst ihr, das ist... Jetzt bin ich mal gespannt, du. Will ich jetzt für Becher fallen lassen? Das sieht sehr enttäuschend aus. Es schmeckt wie Limettensaft. Was, wie Spermasaft? Limettensaft. Ah, Limettensaft, okay. Billige Version von... Von Sperma? Bärensen. Von Bärensen. Schon wieder Bärensen. Oder die, wie heißt es doch? Sperma heißt es. Kann man trinken, aber das Beste, was ich getrunken habe... Die Sperma. Ist Brot. Cranberry. Hashtag Sperma. Nein, lasst es, Leute. Wir sind immerhin noch bei YouTube. Wir machen keinen Hashtag. Und Yassi, was hast du jetzt noch? Das letzte? Du hast das letzte Wort. Sonst habe ich es immer, jetzt hast du es. Knossi, du hast geile Sorten gemacht, aber Brot war am besten. Bitte alle, jetzt kommt das Originale, fresh, wie aus der Natur. Die Alge Original, Original. Der Hashtag kann ich hier, glaube ich, auch vorlesen. Hashtag steht nicht dran. Machen wir auch Hashtag. Und wie heißt es nochmal, bitte? Limette. Nee, diese Analuja, Hashtag Analkuja. Analkuja. Ja, Hashtag Analkuja. Auch für die normale Alge. Oder einfach nur Hashtag Alge. Auf jeden Fall, ich werde sie jetzt probieren. Und danach werde ich ein Statement machen. Und danach mache ich eine Ansage. Und wie ist der Geruch? Ziemlich hart. Nach Limette. Also es ist süßlich. Probieren wir es einfach. Aber ey, guck mal, wie das hier aussieht. Das ist wirklich... Geiles Grün. Das ist ein ganz anderes Grün, also wirklich sehr anderes Grün. Und jetzt mache ich mal ein Statement dazu. Nehmt das Grüne auf jeden Fall. Es ist sehr lecker, Leute. Es ist wirklich sehr lecker. Sehr süß und sehr lecker. Und jetzt kommt die dicke, fette, große Ansage. So, Leute, jetzt ist es nämlich so. Jetzt mache ich hier nämlich die dicke, fette Ansage. Und zwar bei 100 Likes, okay? Bei 100 Likes und, ja, bei mindestens 20 Abonnenten mehr, weil ich nur bis jetzt nur 12 habe, werde ich auf jeden Fall eine ganze Flasche Alge vor laufender Kamera exen. Aber die müssen wir ja mal deftig essen, danach kann ich das. Ja, ihr wisst, es war eine große Ansage, aber ich werde es tun. Denkt daran.